Na, hallo, willkommen zu meinem Fazit jetzt zum Fang-Spam. Genau, es war nur ein Simulator, ich habe nochmal was getestet. Also ich habe den Fang-Spam jetzt 15 Spiele oder so durchgezogen und muss sagen, lief eher durchwachsen. Also ich hab mit 1900 MMR angefangen und mit 1830 habe ich jetzt, glaube ich, aufgehört. Also war nicht das größte Drama, was ich jemals in meinem Leben hatte. Aber die Spiele, die ich mit dem Fang-Spam gewonnen hatte, ihr habt ja das eine, habe ich ja hochgeladen, habt ihr ja gesehen, also da steht sogar noch ein Kommentar drunter, eins, dass der Gegner blöd gespielt hätte. Ein bisschen fies vielleicht, aber also es waren wirklich Geschenke. Jedes einzelne Spiel, das ich gewonnen habe, waren Geschenke. Und ja, das geht halt nicht, ne? Also Fang-Spam ist für mich unspielbar. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also ich hatte als Standard aufgestellt. Ich habe eine Variante aufgerührt, wo ich alles links aufstelle. Ich habe eine Variante gemacht, wo ich Rush aufstelle und dann mit der Flanke arbeite. Ich habe das mit Schild hier versucht, obwohl das tatsächlich noch am besten geklappt hat. Ich habe das versucht mit, wenn Artillery solche kam, mit War Factory, Raketenabwehr. Also ich habe wirklich alle möglichen Varianten, die es irgendwie gibt. Es gibt keinen Standard an da drauf. Ne? Das ist wie bei den Sledgehammer, jeder hat eine andere Antwort anscheinend da drauf. Und bei Fangs war das genauso. Es gibt keine Standardantworten. Also er ist der Erste, der zum Beispiel UFOs dagegen gespielt hat. Genau. Ja, also es gab auf jeden Fall haufenweise Antworten da drauf. Was mir aufgefallen ist, ist halt, dass der Fang, dass ich mit dem, wenn ich Fang-Spam erzwinge, dass ich ein Schachproblem habe. Also der Schachkontrollen heißt also Schach-Clear und selber zu schaffen, also ne, den Gegner zu abzulenken mit kleinen Vieh. Dass ich diese Kämpfe sehr häufig verloren habe, sehr, sehr häufig, viel, viel häufiger, als wenn ich normal spiele. Einfach weil, wenn ihr nur einen einzigen Schachform habt, das ist immer so, wenn ich nur Crawl habe, wäre das eigentlich ähnlich, dann ist es sehr einfach, den zu kontern, kann man sehr effizient rausholen. Also das war ein Riesenproblem, ne? Das heißt also, mein Schaff-Widerstandskraft, wenn ihr das so nennen wollt, die war eigentlich vollständig nicht existent. Die war katastrophal. Außerdem hat mir, weil ich den Fang-Spam erzwungen habe, konnte ich ja gewisse andere Sachen weniger gut holen, wie Schaff-Clear zum Beispiel. War sehr schwierig, gerade Crawler zu kontern. Also eine Handvoll Crawler hat mich komplett rausgenommen aus dem Spiel. Also ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal so miserablen Schaff-Control etablieren konnte, wie mit dem Fang-Spam. Der war immer eine Katastrophe, egal was er ausgibt. Im Simulator hat es deutlich gezeigt, ein Fang mit einem einzelnen Upgrade, egal welches, verliert immer gegen einen Crawler, der auf ihn zuläuft. Und das merkt man sehr, sehr deutlich im Spiel. Ne? Also riesen, riesen Drama. Sekunde. Ich lasse gerade mal die letzte Runde normal laufen. Ich habe nur gerade was getestet. Also mit dem Schild war auf jeden Fall ein eindeutiger Sieg von der Runde und ohne war es eine eindeutige Niederlage. Ich zeige euch das gerade nebenbei. Genau, also das Hauptproblem beim Fang war meiner Meinung nach, wie gesagt, einfach dadurch, dass ihr massig Fangs kauft, habt ihr keine Rekrutierungsslots, um Schaff-Clear zu kaufen oder Alternativen Schaff, der eben die Fangs weniger angreifbar macht, ne, einen Crawler, der die Artillery ablenkt oder sowas. Das war das Hauptproblem, was ich identifiziert habe, egal wie ich mich aufstelle. Ja, und der Fang selber, der macht halt einfach viel zu wenig. Wo es funktioniert hat, war, was ihr eben mit dem Schutzschild gesehen habt, ne? Der wird jetzt mein Headquarter in dieser Runde zwar immer snipen, aber gegen Knight ist das egal, dass ihr gesniped seid. Und deswegen habe ich diese getankten UFOs einfach abgeknallt mit meinem Ignite. Zumindest als ich das Schild hatte, ohne klappt das nicht. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Also, wenn der Headquarter gesniped wird, kann man den Ignite arbeiten, wenn der Gegner tanky Einheiten baut. Ganz nebenbei ist das übrigens verbuggt, das Ganze. Er hat jetzt die Panzerplatte vergeben, als ich das eben mit übernommen habe und habe dann damit gemacht, war die Panzerplatte nicht da drin. Also es scheint es einen Bug zu geben in dem Spiel. Also wenn ich das jetzt hier übernehme, ich meine, ihr habt es ja eben gleich gesehen, eben war keine Panzerplatte, aber es ist ja ein Replay, ne? Dann wird ohne Panzerplatte gespielt. Nichtsdestotrotz ist Panzerplatte gegen Ignite natürlich Schwachsinn, ne? Er hat 800 Punkte ausgegeben für etwas, was ihm eigentlich gegen Ignite gar nichts bringt. Egal. Also wie gesagt, ein Problem war das mit dem Schaff-Control, ne? Das ist einfach sehr deutlich ein spielentscheidender Faktor gewesen, weil die Support-Einheit, die ich dazu dann hergespielt habe, was auch immer das dann war, ne? In dem Fall habe ich versucht, das mit den Fortress, mit Reichweite so zu machen, ja, die kann ja nicht schießen. Die schießt ja auf Crawler nonstop. Ja, und so ein Scheiß. Also es fehlt der Schaff-Clear. Ich musste dann später nochmal Arclights dabei packen, was natürlich völliger Schmarrn ist. Ne? Also das ist ein riesen, riesen Problem gewesen. Dann ist das Problem der Steuerung gewesen, was für mich natürlich der Hauptgrund war, zu sagen, ich will eine Spam-Einheit haben, um eben mehr Zeit zu gewinnen, um ordentlich zu spielen. Ne? Das Problem mit der Tier-1-Einheit ist, dass ihr jede Runde zwei bis drei davon kauft. Und ihr müsst sie nicht nur kaufen, ihr müsst Positionen für die finden. Was super schwer ist, irgendwann eine Formation aufzubauen, wo ihr dann doppelt so viele Einheiten wie normal drin hättet. Ne? Also es ist fast unmöglich, da eine ordentliche Position auszumachen, ohne Zeit zu verlieren. Also ich hatte immer, immer Zeitprobleme in jedem Spiel. Ich kam fast nie dazu zu gucken, was der Gegner gemacht hat. Was natürlich ein absoluter No-Go ist, weil das der Hauptgrund war, das zu spielen. Ne?
Ansonsten waren die Upgrades so, dass sie nicht so straightforward waren, die Upgrades von den Fangs, wie eben bei den Sledgehammern. Ne? Die Fangs, die lösen die Probleme anders als die Sledgehammer. Also da muss man sich schon fragen, also der Sledgehammer, der ist ja Chuff und Chuff Clear. Ne? Das heißt, der ist automatisch Chuff Control und der kann aber auch Damage machen und Artly ausweichen und alles. Das kann der Fang eben nicht. Ne? Das heißt, ihr könnt nicht mit einer Einheit, mit nur einem Upgrade, alle Probleme gleichzeitig lösen. Ihr müsst halt noch eine zweite Einheit mindestens immer dabei nehmen, was die Komplexität des Spieles einfach extrem erhöht. Ja? Ich mache mal gerade das andersrum. Ja? Also das Ziel war ja, die Komplexität zu reduzieren und das ist halt einfach nicht geschehen. Ne? So simpel ist das. Also er hatte eben die Panzerplatte. Gucken, ob er sie jetzt nicht mehr hat. Ich glaube halt, dass das irgendwie buggy ist. Weiß gar nicht, wie er weg musste. Nee, ne? Ja, keine Ahnung, Goku. Jetzt hat er sie. Eben, als ich das getestet habe, war die nicht. Da müssen wir darauf achten, dass das buggy ist. Also eben hat das nicht. Da gibt ja Briefsiegel drauf. Also er hat es eben im Abspielen gehabt, aber als ich eben wiederholt habe, um das Schild zu testen, hat das nicht gehabt. Und jetzt hat das wieder. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Riesenfehler. Kostet ein absolutes Vermögen und ich hatte schon Ignite. Ne? Also ein astronomisch großer Fehler. Das heißt, der Schaden tickt jetzt trotzdem und der Schaden kommt ja nur von denen. Also fast nur. Naja, genau. Also was ich sagen wollte ist, also dadurch, dass ihr jede Runde halt mehr Einheiten holen müsst, mehr Einheiten aufstellen müsst, und die nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, ist es einfach, also für mich persönlich, die Vereinfachung der Steuerung ist halt einfach nicht gegeben. Ne? So simpel ist das. Genau, ich habe das falsch aufgestellt, ich hätte das Headquarter snipen müssen. Deswegen verliere ich das jetzt wahrscheinlich. Man kann das snipen, man muss das mit dem Phoenix machen. Hat's noch geschafft, okay. Also wenn man das richtig einstellt, kriegt man das Headquarter und dann mache ich 3000 Schaden und hätte das gewonnen. Das war das, was ich ganz eben gesehen habe. Oder 2800, aber er hat ja nicht mehr Leben. Jetzt mache ich ein weniger Schaden. Aber eben was über 2000 Schaden. Egal. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Fang-Spam oder der Spam jeglicher T1-Einheit würde ich von meiner Liste streichen. Das ist meine persönliche Präferenz jetzt aber nur. Ne? Genauso wie ich halt Rush von meiner Liste streichen würde. Es gibt genug Einheiten und Strategien, die man machen kann, dass ich nicht gezwungen bin, das zu spielen. Würde nämlich fragen, ist es denn eine valide Strategie, wenn ihr denn schneller klickt und irgendwie mit dem, was ich gerade gesagt habe, besser klarkommt? Also ich würde sagen, dass der Fang zu easy zu kontern ist. Und der Fang-Spam kommt ja nicht überraschend. Ne? Ich kann es ja bei Runde 2 5 Fangs haben. 5 bis 6, das ist ja möglich. Aber es ist ja halt trotzdem so, dass der Gegner dann weiß, was er macht. Ne? Und die Artillerie lohnt sich ja immer, so ein einzelnes Geschütz zum Beispiel. Also das bietet einfach nichts. Und das Fang-Schild am Schluss, ich habe sogar extra hier rausgenommen, meinen letzten Test, das ist einfach zu teuer dafür, dass halt, also wenn jemand Fang-Schild holt, dann holt er eine Einheit, die das halt one-shottet, ne? Samt Schild. Ja? Also zum Beispiel da die Artillerie. Also von daher ist halt, es hat einfach einen strukturellen Nachteil, mit vielen Fangs früh zu spielen, weil der Gegner weiß, was ihr macht und er es zu jeder Zeitpunkt am Anfang, in der Mitte und am Ende easy kontern kann, meiner Meinung nach. Ne? Während bei dem Sledgehammer, wenn ich mit zwei Sledgehammer anfange und den dritten dazu kaufe und dann irgendwann auf 6 hochgehe, dann ist es fast schon zu spät für ihn zu reagieren an der Stelle, zumal ich ja dann auf seine Reaktion reagieren kann, weil der Sledgehammer die Kategorie Chuff und Chuff-Clear schon abgedeckt hatte, ne? Was er so stark macht. Das ist hier nicht der Fall. Also wenn ihr mich fragen würdet, auf jeden Fall würde ich sagen, dass der Fang eine ganz miserable Einheit ist, um den als Spam zu spielen. Ja, das wäre mein Fazit nach diesen Spielen. Es waren auf jeden Fall schmerzhafte Tests, aber ich bin jetzt durch damit und habe auf jeden Fall mitgenommen, dass der Fang noch schlechter ist, als ich dachte. Aber ja, das ist halt so. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an dem Fang-Durchgang, aber ich bin jetzt mal durch mit Tests. Ich mache jetzt meine reguläre Spiel die Tage wieder weiter. Ciao, ciao.